Einen wunderschönen guten Morgen von der Baustelle. Also, ich habe heute Nacht eigentlich ganz gut geschlafen. Ich war immer mal wieder wach gewesen, aber ich bin eigentlich auch recht schnell eingeschlafen. Gott sei Dank war ich nicht stundenlang wach. Aber jedes Mal, wenn ich mich von A nach B drehen wollte, habe ich gedacht, so, kann bitte jemand meinen Körper austauschen? Muskelkater vom Ohrläppchen bis zum großen Fußzeh. Katastrophe. Wir haben mittlerweile bestimmt 9 Uhr oder sowas. Die Leute für die Fenster waren gerade schon da gewesen, weil unsere Fenster ja nicht richtig auf und zu gingen und beziehungsweise da halt mit der Schiebetür so ein paar Probleme waren. Das wurde jetzt geregelt und wir haben hier das krasseste Baustellenfrühstück ever. Richtig gut. Und zwar einen Tisch gebaut. Maike, du musst einen Tisch bestellen. Ja, frühstücken und dann gehe ich rüber, dann geht's los. Ich habe schon Spülmaschine aus und wieder eingeräumt, die ganzen neuen Sachen, die ich bestellt habe, dass die einmal logischerweise durchgespült werden. Und das ist einfach nur so genial, eine Spülmaschine zu haben, ohne Mist, einfach das alles nicht mehr spülen zu müssen. So, guten. So, unsere Couch wird gerade geliefert. Oh, ich freue mich so, die sieht so schön aus. Weil wir hatten ja die Couch in einer anderen Farbe gesehen gehabt bei meinem Mobiliar und uns wirklich nur in so einem kleinen Dreieck eine andere Farbe ausgesucht. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Farbe, Gott sei Dank. Übrigens, ich bin den ganzen Tag schon an der Küche beschäftigt gewesen. Ich habe so viele Kartons ausgepackt. Ich glaube, ich habe schon die dritte Maschine angeschmissen und ja, alles vorbereitet. So, das ist sie, das gute Stück. Oh mein Gott, die ist riesig. Ich könnte noch 10 Kinder kriegen wahrscheinlich. Die ist jetzt imprägniert, aufgestellt. Wir haben sie natürlich noch nicht an die Wand gestellt, weil da wird ja noch gearbeitet. Deswegen kommt jetzt hier erstmal so eine schöne Folie drauf, dass die schön geschützt wird. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Farbe vor allen Dingen. Man hat ja immer nur so Farbmuster. Ja, die ist auch von meinem Mobilia und ich liebe sie. Ihr Lieben, Gott. Ein paar Stunden später, ich bin völlig fertig mit der Welt. Also wir haben jetzt im Haus, ich bin mittlerweile übrigens wieder in der Wohnung, wie man unschwer erkennen kann. Wir haben im Haus die Schränke fertig, sowohl bei Lias als auch bei meinem Mann, als auch bei mir. Ich habe noch ein bisschen Leisten gelegt. Ich habe ganz, ganz, ganz viel in der Küche gemacht. Also alles mit das... Nimmt unglaublich, hätte ich gar nicht gedacht, es nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch, so eine Küche einzuräumen. Beziehungsweise natürlich erst einmal alles auszupacken und sauber zu machen und so weiter und so fort. Ja, Bibeleas. Ja, warst heute Nacht mit Dada alleine, gell? Ja, mein Mann ist zur Arbeit. Ja, mein Schatz. Und ich mache jetzt hier weiter. Er hat schon sehr, 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 sehr viel gemacht. Also hier ist alles weg. Lias, seine komplette Kommode ist ausgeräumt. Hier zum Beispiel die Bilder oder auch in der Küche einiges oben. Hier zum Beispiel seine Schrankseite hinten ist leer. Und hier ist eigentlich auch alles leer. Noch ein paar Dokumente, aber hier ist alles leer. Außer noch meine Schubladen, die sind noch nicht leer. Ja, und ich würde sagen, ich mache mich direkt mal weiter ran, weil... Ach, da oben hat er auch. Ach, sehr gut. Und da auch. Also das hier alles noch. Oh Gott. Allein das sind wahrscheinlich 5 Pakete. Hat mir immer wieder heute geschrieben, Schatz, du musst ganz dringend aussortieren. Du hast definitiv viel zu viel. Ich weiß, dass ich viel habe, aber ja, so ist es. Also beim Umzug merkt man erstmal, wie viel man eigentlich hat. Das ist so krass. Ja, wir haben mittlerweile 17 Uhr. Ich versuche mal die nächsten 2-3 Stunden so viel es geht noch zu machen. Bevor der Lias dann ins Bett geht, weil dann mache ich im Wohnzimmer ein bisschen weiter. Und wenn er dann tief und fest schläft, werde ich dann mal duschen gehen. Oder mir vielleicht sogar eine heiße Badewanne gönnen. Mal gucken. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel zu tun. Diese Kommode da hinten habe ich auch schon vor ein paar Tagen ausgeräumt. Also das ist auch schon mal gut. Und ja, ja, was soll ich sagen? Ich lege einfach mal los. Das Gute ist, dass wir zwar morgen umziehen und die Transporte und so weiter kommen und alles drum und dran, aber was nicht mitkommt oder was nicht mit kann,
Was ich vielleicht nicht schaffe zu packen oder so weiter, ist es überhaupt nicht schlimm, weil wir haben ja noch bis zum 31. die Wohnung hier. Das heißt, ich kann jederzeit, ich muss sowieso hierher und ich werde ja einmal hier durchputzen und Staub wischen und überhaupt, dass ich die Möbel auch schön übergebe, weil ich die ja alle verkauft habe. Genau. Deswegen, wenn irgendwie was nicht hinhaut, gerade mit jetzt der Küche oder sowas, weil da noch ein paar Sachen drin sind, ist es wirklich überhaupt nicht schlimm. Ich habe dann wirklich noch. Ja, Sonntag werden wir sehr wahrscheinlich im Haus bleiben, aber dann habe ich noch, ich weiß gar nicht, wann der 31. ist, ehrlich gesagt. Heute ist der 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, dann müsste dann der Freitag sein, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Tage Zeit, dann alles noch zu machen. Wenn irgendwie was jetzt hier bleiben sollte, ist es überhaupt nicht schlimm. Oh, Lias, machst du die Zeitung auseinander? Auch gut. Ihr Lieben, wollte nur kurzes Zwitsch. Zwitschweckel kann ich mehr sprechen. Oh mein Gott, schon völlig fertig mit der Welt. Zwischenfeedback geben. Und sobald ich dann hier nicht mehr großartig was machen kann, werde ich mich dann heute Abend versuchen, mal vielleicht ein bisschen an den PC ranzusetzen. Zumindest, ich muss also Vlogs schneiden, funktioniert momentan nicht. Bei aller Liebe, das funktioniert einfach nicht. Aber was ich machen muss, definitiv endlich mal E-Mails beantworten und so weiter. Also das geht gar nicht momentan. Ich habe vorhin auch meinen Shell-Lack abgemacht. Ich habe es abgepult, was man ja eigentlich nicht machen soll, aber ich konnte es nicht mehr sehen. Dieses Rot ist überall abgesplittert, weil ich natürlich, wenn man da richtig am Werken, am Machen, am Tun ist, wir haben ja hier Schränke aufgebaut und Leisten verlegt und überhaupt, da splittert selbst ein sehr guter Shellack ab, beziehungsweise UV-Nagellack. Ich werde die jetzt auch mal einmal komplett kurz schneiden, weil die haben so eine kleine Spitze und die reißen mir ständig ein, vor allen Dingen auf der rechten Hand. Meine rechte Hand sieht eine Katastrophe aus. Das werde ich machen und dann werde ich heute Abend mal ein bisschen Beauty machen, weil ich habe es echt nötig. Ich brauche wirklich entweder eine heiße Dusche oder eine heiße Badewanne. Heiß ist auch so eine Sache. Ach, da kann ich noch mal ganz kurz was zu sagen. Da habe ich nämlich in die letzte Zeit immer mal wieder Kommentare bekommen, dass meine Wehen, die ich hatte, vielleicht davon ge oder habe, wie auch immer, davon gekommen sind, dass ich so oft und so heiß bade. Tatsächlich wirklich nicht, Leute. Ich kenne da tatsächlich meinen Körper. Ich habe bei Lias bis zum Schluss immer lange warm gebadet. Ich bade nicht heiß. Ich habe immer diesen Thermometer von Lias in der Badewanne und bade immer bei 37 Grad und nicht, also ich bade nicht heiß. Das ist für mich wirklich lauwarm. Ich bin nämlich normalerweise jemand, der wirklich heiß badet und heiß duscht und in der Schwangerschaft wirklich nur bis 37 Grad. Das war's. Und das Baden ist bei mir, weil es gibt ja wirklich Frauen, die während der Geburt auch tatsächlich in die Badewanne gehen und dann bei denen alles super ist. Und dann gibt es aber wieder andere, wo die Wehen zurückgehen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn ich Schmerzen habe, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Unterleibsschmerzen und ich dann in die Badewanne gehe, dass das bei mir zurückgeht. Also es wird besser. Die Schmerzen lassen nach oder hören sogar komplett auf. Also bei mir ist es so, dass es positiv ist, wenn ich baden gehe. Aber muss jeder für sich selber schauen, weil wie gesagt, bei manchen bewirkt es tatsächlich eine Venenförderung. Also da muss man echt aufpassen, vor allen Dingen mit der Temperatur halt eben. Das ist eigentlich so das Ausschlaggebende, die Temperatur, worauf man achten muss. Joa, das ganz, ganz kurz dazu. Und ich denke, eine heiße Badewanne nach den letzten Tagen würde mir echt gut tun. Und ich muss mir echt mal eine Gesichtsmaske ins Gesicht machen, denn schaut mal, meine Haut ist so ausgebrochen. Ey, das ist wirklich nicht witzig. Aber durch den ganzen Staub, der da rumfliegt, die dreckigen Hände, wenn man irgendwie was. Man hat ja ständig ein dreckiges Gesicht und da kommt man auch nicht drum herum. Und bei mir bewirkt sowas immer direkt Pickel. Ja, leider Gottes ist so. Deswegen, ich muss mir heute mal ein bisschen, weil die nächsten Tage werden wieder einfach nur anstrengend, anstrengend, anstrengend. Und ich muss irgendwie zwischendurch mal auch einfach so eine Stunde, wenn es nur eine Stunde ist, kurz mal runterkommen, für mich Zeit haben. Und wenn ich dann aus der Wanne oder aus der Dusche draußen bin, dann setze ich mich an die Arbeit an dem PC halt eben. Das muss ich wirklich ganz, ganz dringend machen. Also ich habe die letzten Tage gar nichts gemacht. Ich habe immer mal wieder. Wenn ich eine kurze Verschnaufpause hatte, wenn wir kurz Mittag gegessen haben oder so, bin ich immer direkt in meine E-Mails und habe versucht, irgendwelche E-Mails zu beantworten. Aber es ist momentan einfach unheimlich schwer. Ja, so ist das. Ja, jetzt höre ich aber mal auf zu quatschen und mache hier weiter und pack mal weiterhin ein.
Ich werde sowieso die nächsten Tage direkt wieder die Sachen rausräumen. Deswegen, ich werde hier gar nicht großartig Falten machen tun. Ich werde die Sachen, glaube ich, eher so massenweise mehrere übereinander einfach in einen Karton stecken, weil ich habe da gar keinen Nerv, jetzt alles zu falten, zu machen, zu tun. Oder vielleicht rollen oder sowas. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich muss meine Taschenschublade ausräumen. Oh Gott. Schön auf zu labern. Es ist so viel noch zu tun. Ich habe gerade gedacht, wow, mein Mann hat schon so viel gemacht. Er hat auch viel gemacht, definitiv. Der war ja den ganzen Tag von morgens bis jetzt späten Nachmittag hier am Machen und am Tun. Das sieht man auch, aber es ist trotzdem noch einiges zu tun. Unglaublich. Es ist nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber hier steckt so viel Scheißdreck drin. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Deswegen. Ihr könnt es euch vorstellen, ihr seht ja, wie voll die Wohnung die ganze Zeit immer gewesen ist. Ja, mein Schatz, du liest mal Zeitung und Mami macht hier ein bisschen packen, 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 gell? Ihr Lieben, ich melde mich später wahrscheinlich. Im Badezimmer angekommen. Ich habe ganz, ganz kurz zwei, drei aufgebraucht Sachen für euch. Die werde ich jetzt wegschmeißen. Ich habe nämlich gerade eine Wäsche für den Elias angemacht und das war auch wirklich die letzte Kappe. Gibbewie, hier von Persil, benutzen wir das ja immer für die Kinderwäsche. Dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen schon meine wahre Schätze, Maske, Haarmaske von Garnier leer gemacht. Ich habe die letzte Zeit nur diese Mermaid-and-Me-Masken verwendet, womit ich auch unheimlich zufrieden bin. Aber die hier hatte ich ja das letzte Mal verwendet, als halt eben ich die anderen Masken noch nicht hatte. Und da war genau noch eine Anwendung drin. Deswegen habe ich gesagt, komm, dann schiebe ich die mal dazwischen, weil wegschmeißen wollte ich es nicht, weil die sind auch gut. Die sind wirklich, also von, machen die Haare auch weich und alles drum und dran. Klar kann man die jetzt nicht mit den anderen Masken vergleichen, auf gar keinen Fall. Aber sie tun auf jeden Fall ihren Job. Ich habe die ja sehr, sehr lange verwendet und geliebt. Dann ist wirklich so noch ein Tropfen drinne. Ich dachte, es wäre leer, aber ich habe es dann hingestellt und es ist jetzt runtergezogen. Ja, danke schön, mein Schatz. Von Ghoul, das Repair Balance Shampoo. Jetzt ist sie getropft. Ist leer gegangen. Fand ich gut. Würde ich mir auch wieder kaufen. Aber es war gut gewesen. Also es war jetzt kein, oh mein Gott, wow. Ich muss sofort in die Drogerie rennen und es nochmal neu kaufen. Dann ist endlich eine ganz, ganz große Flasche leer gegangen. Hier tropft alles, weil es am Baderand steht. Und zwar das hier, so ein Riesenbottich. Vanilla Bath and Soap Gel. Das war mal vom Douglas gewesen. Schon gefühlt 5000 Jahre alt. Davon habe ich immer mal ein paar Spritzer in die Badewanne gegeben, wenn ich gebadet habe. Hier sind 1000, also es ist ein Liter. Das war jetzt wirklich ewig im Gebrauch. Vor allen Dingen, weil ich zwischendurch ja auch andere Sachen verwende. Ich hatte noch ein paar andere aufgebrauchte Sachen, aber ich glaube, mein Mann hat die schon entsorgt. Aber nur sowas wie Wattepads und solche Geschichten. Also jetzt nichts Besonderes. Das waren jetzt die vier Sachen, die ich jetzt direkt mal wegschmeißen werde. Ja, Babylias, willst du aufräumen? Ja, und ich werde jetzt gleich mal die Handtücher aussortieren. Mein Mann hat nämlich alle Handtücher, die wir hier oben hatten. Da ist alles leer, da war ja alles voll, in die Badewanne getan, weil ich gesagt habe, ich muss gucken, welche ich noch mitnehme oder welche ich aussortiere. Ich werde gut 80% aussortieren, aber ein paar Stück werde ich mitnehmen. Vielleicht die ganz weißen, einfach nur und alles andere mache ich weg. Oder halt sowas wie Strandhandtücher, die kann man ja auch behalten. Aber ansonsten habe ich ja eigentlich relativ alles neu gekauft. Joa, habe jetzt meine Wäsche angemacht. Ich war mal gerade im Keller, da ist auch einiges passiert. Weil ich dachte, ich müsste meine zwei Kommoden noch ausräumen. Ich habe ja meine zwei. Für alte Zuschauer, bevor ich eine Baby-Ecke hatte, hatte ich eine wunderschöne Schminkecke. Schminktisch, der Schminktisch ist nicht bei mir im Keller, der ist beim Bruder im Keller von meinem Mann. Und ich habe ja noch so zwei große, ich glaube Alex heißen die, Alex-Kommoden, ich bin mir nicht 100% sicher. Und die sind bei mir im Keller gewesen jetzt die ganze Zeit und vollgepackt mit Schminke und Beauty. Und ich dachte, ich muss die ja noch ausräumen, weil man kriegt die sonst nicht hochgehoben. Aber das hat mein Mann auch schon gemacht, richtig gut. Da waren noch zwei, drei Schubladen, die habe ich jetzt gerade noch schnell aussortiert, also rausgeräumt. Und der Keller ist eigentlich jetzt so weit fertig, dass man wirklich sich einfach nur packen kann und die Sachen in den LKW schaffen kann oder in den Transporter. Genau. Joa, also weiter geht's. So, ich melde mich nochmal ganz, ganz kurz. Wir haben mittlerweile 10 Uhr. Bin gerade aus der Dusche raus, beziehungsweise schon länger. Moment, ich drehe mich mal ein bisschen ins Licht. Genau, ich bin aus der Dusche raus, habe mein Gesicht schön gereinigt und eine Gesichtsmaske aufgetragen und in Ruhe geduscht.
Und danach hatte ich jetzt noch mal ein paar Pakete gepackt, vor allen Dingen die aus dem Badezimmer. Und es sieht jetzt gerade so aus. Man sieht es gar nicht richtig, aber es ist jede Menge. Also es ist eine Menge morgen zu tragen. Die ganzen Helfer kommen um 9 Uhr. Und wir sind ja eh immer spätestens um 7 wach, allein wegen Lias. Und da habe ich noch mal 2 Stündchen Zeit, noch mal ein paar Pakete zu packen. Aber der Kleiderschrank ist leer. Also Badezimmer ist im Prinzip leer. Es fehlt noch ungefähr ein Karton. Und in der Küche, ja, da stresse ich mich nicht. Da nehme ich wahrscheinlich sowieso das meiste mit dem Auto irgendwie mit. Und ja, also es ist eigentlich so gut wie alles gepackt. Ja, es fehlen noch so ein paar Sachen. Ich muss die Gardinen noch einpacken oder hier diese Deko-Dinger. Ja, der Fernseher, den werden wir vielleicht nicht morgen mitnehmen, sondern vielleicht die Tage. Mal gucken, dass wir das dann einzeln einfach mit dem Auto machen. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 10 Uhr. Ich habe mir gerade mal Cornflakes gemacht, weil wir hatten heute Mittag uns Pizza bestellt. Das war um 2 Uhr. Seither habe ich nichts mehr gegessen. Ich habe auch überhaupt gar keinen Hunger. Aber ich habe keine Lust, wenn ich in der Nacht wach werde, dass ich dann so ein. Dann habe ich halt extrem Hunger, wenn ich nichts gegessen habe abends. Deswegen, das mache ich jetzt noch. Setze mich noch ein bisschen am PC, bis ich im Prinzip einschlafe. Ja, das ist der Plan. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Und morgen ist der große Umzug. Deswegen, ich gucke mal, wie ich mich melden kann. Aber morgen wird einiges passieren. Das Haus wird voller Kartons sein. Oh mein Gott. Ja, ihr Lieben, also gute Nacht und bis morgen.